bin der Konstantin, ich bin Kottingbrunner, arbeite im Industriegebiet Niederösterreich Süd, Industriezentrum Niederösterreich Süd und bin Pendler. Im Moment pendle ich mit meinem privaten Kraftfahrzeug, brauche dafür etwa 30 Minuten pro Tag hin und zurück. Und nachdem ich in den Zeitungen immer wieder lesen muss, es soll zu einer Ökologisierung der Pendlerpauschale kommen und auch da der Tenor ist, es sollen die Leute in den öffentlichen Verkehr gedrängt werden, sie sollen umsteigen, habe ich mich einmal gefragt, was bedeutet das eigentlich für mich als Pendler, was würde sich für mich ändern? Bei einer normalen Arbeitswoche, wenn ich mir meinen normalen Dienstplan anschaue, habe ich eine Verdreieinhalbfachung bis Vervierinhalbfachung meiner Wegzeiten. 2 Tage der 5-Tage-Woche brauche ich 3,5-mal so lang, die letzten 3 Tage 4,5-mal so lang. Und an jedem Tag darf ich dann noch 20 Minuten zu Fuß gehen, um eine Lokalbahn zu erreichen, weil es anders nicht gehen würde. Der Bus würde erst 1,5 Stunden später fahren. Das heißt, die türkis-grüne Regierung greift mit diesem Ansatz ganz massiv in meine Lebenszeit ein. Die nimmt mir Zeit weg. Für mich ist das noch halbwegs erträglich. Die Frage ist halt, was ist mit Familien? Was ist mit jemandem, der Kinder hat? Was ist mit jemandem, der sich am Abend noch Zeit nehmen will für seinen Partner? Diese Art zu pendeln ist, das weiß ich aus Erfahrung, aus Schule und Studium, wirklich anstrengend und kraftzehrend. Also da haben wir am Abend dann nicht mehr wirklich in der Form die Lust und die Energie, mit dem Kind zu spielen oder sich mit dem Partner zu unterhalten. Es sind so typisch grüne Maßnahmen, man hat die Grünen in die Bundesregierung geholt, die eigentlich nur einen Sinn haben, nämlich den Autofahrer zu schikanieren und ihn vom Auto wegzudrängen und die nicht wirklich was bringen für den Umweltschutz. Man hat offensichtlich von Seite der Türkisen den Grünen dieses Thema Klima zugeschanzt, wo sie sich jetzt sozusagen austoben können und es hat für mich den Anschein, dass man hier dazu bereit ist, dem Bürger einige Härten zuzumuten, eben um den Kanzler stellen zu können und um in einer Bundesregierung zu sein.